Hallo Leute, wie ihr seht, habe ich einen Cut gemacht und damit heiße ich euch willkommen zu Part 19 von Geheimakte Tunguska. Und wir haben dank dem lieben Ramon das Versteck von Manuel Perez herausgefunden. Und da sitzt er wohl, der Arme. Ich gucke mich nur noch mal ein bisschen um. Das Versteck ist relativ sicher. Trotzdem hoffe ich, dass Ramon Perez schnell abholt und sich gut um ihn kümmert. Na, das hoffe ich auch. Der Arme, was der so alles mitgemacht hat. Treppe. Halt. Lieber doch nicht. Okay. Das Versteck. Okay, da kann ich wieder zurückgehen. Perez. Sind Sie Manuel Perez? Hallo? Verstehen Sie mich? Ich weiß nicht, ob er mich versteht, aber als ich ihn angesprochen habe, hat er mir in die Augen geschaut und gelächelt. Fast so, als würde er mich erkennen. Das ging mir bei dem Evenken in der Tunguska-Region ja auch schon so. Vielleicht hat er ja tatsächlich jemanden erkannt. Nämlich meinen Vater. Okay. Anstalt. Was haben die in der Anstalt mit Ihnen gemacht? Und vor allem warum? Was wollten die von Ihnen? Ja, Das Thema scheint ihm Angst zu machen. Er muss schlimme Sachen in der Anstalt erlebt haben. Ich sollte ihn nicht weiter damit quälen. Auch wenn es für mich wichtig wäre. Vater. Mein Vater ist verschwunden. Er wurde vermutlich entführt. Ich nehme an, dass der Grund für seine Entführung etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Sie haben doch viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Wissen Sie von irgendeiner Sache, die ihn jetzt nach so langer Zeit wieder eingeholt haben könnte? Er will mir wohl irgendwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Tunguska. Was ist damals bei der Tunguska-Expedition passiert? Versuchen Sie, sich zu erinnern. Es könnte sehr wichtig sein. Entweder er kann sich an nichts mehr erinnern, oder er will nicht darüber reden. Und was jetzt? Kann ich ihm irgendwas geben? Nein. Zange, nein. Kelle, nein. Zwiebel? Nein. Handy? Nein. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Wenn er nicht schon dem Wahnsinn nahe war, als er eingeliefert wurde. Die Misshandlung durch diese Charleroi hätte wohl keiner ohne bleibende Schäden überstanden. Ja, und was jetzt? Dann gehe ich mal die Treppe runter. Ah, da bin ich wieder hier. Ich rede mal mit dir. Gibt's nicht doch noch irgendwas Wichtiges, was Sie mir sagen wollen? Doch. Passen Sie auf, wem Sie welche Fragen stellen. Okay, ich werde es mir merken. Ja, dann versuche ich mal zu dem Ramon zu gehen. Und ihn zu fragen, wie ich mich mit dem Manuel Perez unterhalten kann. Die Tür ist wieder ins Schloss gefallen. Ist aber eigentlich nicht so schlimm. Schließlich habe ich mich da drin ja bereits gründlich umgesehen. Okay. Aufgespießtes Porträt, ja. Der wird mich wohl nicht mehr hören. Ist aber... Es soll ja Frauen geben, die werden beim Anblick von halbnackten und schwitzenden Männerkörpern ganz verrückt. Was habe ich denn noch? Ich nehme das Bild mal wieder mit. Warum mache ich das? Der Maler hat sehr deutlich gemacht, wo er Sabrinas wahre Schönheit erkannt hat. Okay. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal raus. Vielleicht kann ich ja hier rein, um den Ramon nochmal... Nee, da geht's nicht mehr. Zutritt nur für Personal. Ich komme hier nicht mehr rein. Ich bin ausgesperrt. Kann ich das nochmal kopieren? Da ist kein Papier mehr. Ach stimmt, sie hat ja gesagt, sie hat das ganze Papier verbraucht.
Jemanden anrufen? Max weiß was. Nee. Dann versuche ich mal alles mit der Sabrina zu kombinieren. Ihr eigenes Bild kann ich ihr nicht geben. Nee. Jetzt versuche ich das gleiche mal mit dir. Das schaut aber auch wenig erfolgsversprechend aus. Dann habe ich ja noch den da. Es soll ja Entschuldigung. Ja. Kann ich... Ah, ich könnte das wieder kombinieren. Ja, will ich aber jetzt erstmal nicht. Das Bild mit der Zwiebel, es macht alles keinen Sinn, Leute, aber vielleicht sollte ich mal... Das habe ich ja. Ich habe ja versucht, alles mit dem Manuel Perez zu kombinieren. Was habe ich hier? Das Bild verbrennen. Das bringt zwar nichts, aber... Mir bleibt nichts anderes übrig, alles mit allem zu kombinieren. Das geht. Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Ist noch ganz schön heiß. Wozu brauche ich das? Kann ich das hier mit irgendwas kombinieren? Geht nicht. Nee. Hier habe ich auch nichts mehr. So viele Lautsprecher für so wenig Innenhof? Kohle. Kann ich dir nicht zeigen. Das auch nicht. Das auch nicht. Sabrina, kannst du was damit anfangen? Verkohlte Holzscheit. Moment, halt. Nee, ging nicht. Ja, dann will ich die drei Dinger mal dem Manuel Perez zeigen. Ich weiß zwar ehrlich gesagt noch nicht warum. Dem Perez kann ich die Kohle geben. Ach, soll der mir schreiben, oder? Ach so. Da Perez sich offenbar nicht mit Worten ausdrücken kann, vielleicht kann er seine Gedanken ja zu Papier bringen. Einen Versuch ist es wert. Perez hat irgendein Symbol aufgemalt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es scheint kein wirres Gekritzel zu sein. Das Symbol ist klar und deutlich zu erkennen und die Linien sind so gerade, als wären sie mit einem Lineal gezogen worden. Bleibt nur die Frage, wie mir das jetzt weiterhilft. Ich werde Max mal eine SMS und ein Foto von dem Symbol schicken. Vielleicht kann der damit ja was anfangen. Dieser Morangi muss hier irgendwo in der Nähe wohnen, wenn er noch lebt. Hoffentlich können mir die Einheimischen weiterhelfen. Oh Leute, wir haben automatisch zu Max gewechselt. Und wir sind wohl in Irland. Ja. Und es ist wohl ein typisch irisches Wetter. Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe. Ah, Max ist nur ein Motorrad hier. Das obere ist ein Tempo-30-Schild. Das untere warnt vor Straßenschäden. Wer bist denn du eigentlich? Dame mit Schirm. Es sieht so aus, als ob sie gerade eine Gastrolle in einem großartigen Abenteuer gewonnen hätte. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ist so eine Eingebung von mir. Reden. Hi. Warum stehst du denn hier draußen im Regen rum? Oh, hallo. Tja, ich war mit meiner Gruppe von Adventure-Treffreisen unterwegs, aber wir haben uns leider verloren. Ich wollte nur noch mal kurz in den Pub und als ich rauskam, war der Bus weg. Oh, dumm gelaufen. Das kannst du laut sagen. Eigentlich wollten wir ja mit einem Boot einen kleinen Ausflug machen und irgendeine alte Burg besuchen. Aber bei dem Wetter finden die Rundfahrten leider nicht statt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Leute im Bus mein Fehlen möglichst schnell bemerken und gleich zurückkommen. So langsam wird's nämlich echt ungemütlich. Nachvollziehbar. Warum wartest du nicht im Pub? Nee, muss nicht sein. Der Wirt ist so unfreundlich. Da bleibe ich lieber im Regen stehen. Außerdem habe ich Angst, dass mich meine Reisegruppe nicht findet. Okay.
Sie bleibt lieber im Regen stehen, als bei dem mürrischen Pub-Besitzer zu sein. Aha. Ihr seid also auf einer Art Sightseeing-Tour? Nein, eigentlich nicht. Wir sind vom Fabian Reibeisen-Fanclub Hannover und begleiten ihn auf seiner Europatournee. Fabian Reibeisen? Ja. Ach, der Fabian ist ja so süß. Verzeih meine Unwissenheit, aber wer ist das denn? Du kennst Fabian Reibeisen nicht? Den größten Schlagerstar Deutschlands? Ach, was sage ich, der Welt? Nein, eher nicht. Wir sind extra mit dem ganzen Fanclub angereist. Es gab da so ein tolles Angebot von Adventure-Treffreisen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt nicht nur meinen Fanclub verloren, sondern auch meinen Freund Olli, der bestimmt schon ganz verrückt ist vor Sehnsucht nach seiner Sandrine. Verloren? Naja, wir waren heute Morgen auf dem Weg zum Hotel, als wir auf ein paar Umweltaktivisten der SAF gestoßen sind. SAF? Was, die kennst du auch nicht? Die Seltene Arten Foundation. Da sollte in der Nähe des Hotels ein Baum gefällt werden. Und das nur, weil die so ein blödes Einkaufszentrum genau dort errichten wollen. Ja, und? In dem Baum nistet ein äußerst seltenes Säbelzahnhörnchen. Oh, ich ahne die Dramatik. Tja, und da war ja klar, dass wir uns an der Demo beteiligen müssen. Ja, sonnenklar. Auf jeden Fall kamen da plötzlich so Leute. Ich glaube, die waren von einem Geheimdienst. Dort in dem Gerangel habe ich dann meinen Olli verloren. Und mein extrem wertvolles, pinkes und mit Edelsteinen besetztes Handy ist auch noch kaputt gegangen. Ja, es gibt so Tage... Gott sei Dank habe ich Komplettschutz und mein Handy wird kostenlos repariert. Na dann? Leider habe ich all die Opfer völlig umsonst gebracht. Die haben den Baum einfach abgeholzt, diese kleinen, miesen... Na, wer wird denn gleich? Zumindest habe ich das Säbelzahnhörnchen noch retten können. Ich habe es adoptiert und Luigi getauft. Luigi? Warum nicht gleich Mario? Mario? Blöder Name. Wie dem auch sei. Seitdem steckt es in meiner Hosentasche und traut sich nicht mehr raus. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Der Kleine ist so goldig. Ich glaube, ich werde ihm einen pinkfarbenen Pullover stricken, damit er nicht mehr so friert. Wenn er mir nur nicht ständig ins Bein pieken würde. Ja, echt interessant. Ich muss dann aber auch mal wieder... Der arme Luigi bekommt was Pinkfarbenes. Okay. Mein Handy mit allem Schnickschnack. Man kann damit sogar telefonieren. Können wir Nina anrufen? Ich würde ja schon gerne wissen, wie es Nina geht. Aber wahrscheinlich störe ich sie nur gerade bei irgendwas Wichtigem. Okay, also dann schauen wir mal nochmal mit dem Schild. Kann ich das... Das ist fest im Boden verankert. Dachte ich mir. Warum zeigst du mir dann an, dass ich was damit machen kann? Vielleicht kann ich was damit kombinieren später. So, dann schauen wir mal die Tante. Dame mit Schirm, Verzeihung. Old Stevens Pub. What? Flagge. Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Flagge zeigen. Ah, die kann ich nehmen. Okay. Schild. Oder Tafel. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts. Entweder der Koch ist krank oder die befinden sich gerade in der Fastenzeit. Oder vielleicht im Streik. So, Fässer. Das ist die Straße. Auch schön gemacht hier. Oh. Treppe. Und da ist noch ein Schild und da ist eine Treppe. Okay. Geh mal hin, Max. Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Nee, und ich glaube, dieses Wetter gibt es ja öfters da in Irland. Ah, ich kann das sogar nehmen. Hier haben wir jetzt die Treppe. Da ist die Tür zum Pub. Oh, und ich hab wohl alles. Jo, ich hab alles. Dann gehe ich als erstes mal in den Pub rein. Und da wärmen wir uns dann mal auf. Oh, so voll? Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Klugscheißer. So. Erstmal umsehen. Kamin. Schön warm. Jo. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Ach, aber das Gefühl ist doch sehr schön, wenn man das tut. Becher? Gast. Der sabbert friedlich vor sich okay, hin. Okay, dann können wir mal zum Becher schauen. Ein einfacher Zinnpokal. Da ist auch ein Becher von... Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. So. Schlüssel. Ein Schlüssel. Schauen wir noch mal hier.
Ja, dann unterhalten wir uns doch mal mit dem netten Wirt, oder? Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der einzige, der noch stehen kann. Reden. Guten Tag, schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Morangi. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte, können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Fragen Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Okay. Betrunkener Gast, hä? Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Klar. Aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja. Wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält. Dann wacht er auf? Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher zur See gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. Okay. Das ist wohl wichtig, das mit dem Fisch und dem Klaus. Ich hätte gerne einen Fisch. Ich auch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir in Ihrer charmanten Art damit sagen wollen, dass Sie keinen haben? Yep. Ein netter Zeitgenosse. Kneipe. Nicht übermäßig viel los hier. Geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Einige meiner Stammkunden sind tot und die Laufkundschaft war noch nicht da. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann weiter. 3 bis 12 Whisky? Ja, sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frag mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Witzbold. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. So, okay. Dann müssen wir doch die Treppe wohl runter. Adventure-Treff-Reisen, so. Ah, ich nehme mal an. Tür. Fass mit Fischen. Interessant, Angler. Meer. Wasser von oben, Wasser von unten. Verdursten werden die hier bestimmt nicht. Sieht nicht wirklich seetüchtig aus. Andererseits, ein berühmter Pirat, ein Typ namens Pinsel oder so ähnlich, ist mit so einem Boot durch die komplette Karibik gefahren. Ich bin zwar eh schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Alles klar. Dann reden wir mal mit dem Typen. Angler. Hallo. Wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch mal einen Eimer, das ist die Ausbeute von 3 Stunden. Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Okay. Morangi. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super, vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee, Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Okay, Boot. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder all. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen? Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Oho. Die Tür. Die Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein?
Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens ein Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Ich habe so das Gefühl, dass ich dafür den Schlüssel brauche, Leute. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri Dank! Okay, also... Kann ich da einen Fisch nehmen? So viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll... Nehmen Sie ruhig einen. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Oh, das ist aber echt nett. So, jetzt haben wir einen Fisch. Einen Becher, ein Schild, eine Flagge. Okay, aber ich glaube, damit können wir was anfangen. So, also ich denke mal, den muss ich aufwecken, damit der sich zu dem an den Tisch setzen muss, um weiter seine Geschichten anzuhören, damit wir in aller Ruhe den Schlüssel nehmen können. Soweit meine Theorie. Ich versuche jetzt einfach mal so den Schlüssel zu nehmen. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Kann ich dir denn jetzt den Fisch geben? Oder dir? Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einen im Kahn hat, roh wird er den wohl kaum verspeisen wollen. Das dachte ich mir auch. Dann gebe ich jetzt dir den mal. Ich habe hier einen leckeren Fisch. Und ich dachte schon, sie hätten sich 3 Tage nicht gewaschen. Gleich haue ich ihm den Fisch links und rechts um die Ohren. Okay, das geht nicht. Dann muss ich ihn wohl selbst braten, habe ich gerade den Eindruck. Ja, mit dem Kamin. Den Fisch einfach so in den Kamin zu schmeißen, ist weder sinnvoll, noch werde ich den Barkeeper damit wirklich glücklich machen. Okay, das Blech wäre doch ein hervorragendes, oder das Schild wäre doch ein hervorragendes Backblech, oder? Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Probieren wir es mal. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. Fisch auf Backblech. Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Dann kann ich ihn ja nehmen. Das Blech ist viel zu heiß. So, brauche ich da etwas, um ihn anzufassen? Ja. Die Flagge ist aus irgendeinem Kunststoff und wird mir wohl recht schnell wegbrennen. Und jetzt? Kamin. Den brauche ich nicht zu trocknen. Das hat sein Vorbesitzer schon sehr gewissenhaft erledigt. Okay. Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Okay, wird wegbrennen. Ah, muss ich das mit Wasser tränken, damit es mir nicht wegbrennt? Das ist doch so eine Theorie, Leute. Das sieht gut aus. Nasse Flagge. Die Flagge ist klitschnass. Und sollte dann auch eine Zeit lang dem Feuer widerstehen. Wobei ich die wahrscheinlich hätte bloß draußen in den Regen halten müssen. Aber so ist es natürlich sicherer. Fisch auf Backblech. Haha. Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Lecker, lecker. So, jetzt werde ich mal die
unter seine Nase platzieren. Mein Herr, es ist angerichtet. Fisch. Ich rieche Fisch. Was? Da fehlt die Zitrone. Wirt, bring mir Zitrone. Ein Fisch ohne Zitrone ist wie eine Flasche ohne Whisky. Wirt! Okay. Du, hast du keine Zitrone für den? Wahrscheinlich nicht. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss? Ja. Ja, fangen wir nochmal an. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Zitrone. Zitronen haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Mein Kompliment, Sie lernen schnell. Ja, was bleibt mir übrig? Wegen Klaus. Ja, ohne Zitrone will er seinen Fisch nicht essen. Bringen Sie mir eine und ich werde sie Ihnen vielleicht sogar zurechtschneiden. Sie sind ein Held. Whisky. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie? 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch. 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Bevor wir noch zum Ego-Shooter hier mutieren, Leute, mache ich einen Cut. Und wir machen hier an dieser Stelle dann im nächsten Part weiter von Geheimakte Tunguska. Also bis dann. Ciao.